Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ark. So, auf geht's. Wir müssen noch was farmen und das müssen wir schnell machen, zügig. Deswegen erstmal unseren Steinvorrat wieder auffüllen. Denn wir brauchen noch ein paar Wände. Denn wir würden gerne natürlich eine zweite Etage bauen. So. Aber ich arbeite gerade auch auf. Nein! What? What, 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 what? okay, pass auf. Zack. Na komm schon. Geh hier rauf, jawohl. Und hier rauf. Und ja, und darauf, und darauf, und darauf, und darauf. So. Wir brauchen Lagerplatz, deswegen brauchen wir eine zweite Etage. Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein Level, um uns den Sattel für den Flugsaurier zu bauen. Und da arbeiten wir gerade drauf hin. Brauchen aber dafür relativ viel Stein. Ich stelle aber gerade fest, wir brauchen eigentlich auch relativ viel Holz dafür. Deswegen man soll uns das erstmal an Stein reichen. Und ich nehme jetzt noch ein paar Bäume mit. Nehmen wir den großen hier noch. So, wir sind natürlich überladen, das ist klar. Ah, guck mal. Da können wir schon mal wieder ein paar Wände mitbauen. Sehr schön. Offensichtlich fehlt uns Stein für die nächsten Wände. Aber wir haben jetzt erstmal Level. Ah ne, uns fehlt was sein ist, fehlt uns Thatch. Kann ich noch gehen? Ja, ich kann noch gehen. Ich brauche einen Baum. Ich brauche einen Baum für Thatch. Damit ich das auch verarbeiten kann. Damit wir wieder schneller werden. Pass auf. Ich komme. Ja. So. Sehr schön, so gehört sich das. Okay, wir sind wieder ein bisschen leichter geworden, ne? Das heißt, ich werde hier nochmal ein paar Steine mitnehmen. Aber es sieht so aus, als ob wir jetzt wieder Holz brauchen. Nochmal kurz unsere Axt reparieren. Also das heißt, ich nehme den Felsbrock hier noch mit. Felsbrocken hier noch mit. Auch ein großer schon wieder. Das heißt, wir sind jetzt wieder überladen. Was fehlt uns denn? Stroh. Schon wieder. Ja gut, das kriegen wir hin. Da ist ja kein Problem hier, ne? So, und ich vermute mal, uns fehlt jetzt wieder Stroh. Wunderbar. Und dann fehlt uns Holz noch. Man weiß nicht, was das ist, ne? Ich muss hier wieder mal ein bisschen aufpassen, weil hier so in dem Geäst sieht man natürlich nicht wirklich viel. Und da kann natürlich schnell mal irgend so ein kleiner Dino plötzlich auftauchen und sagen, hey, hallo Klaus, ich hab Hunger. Ich esse dich, du Sau. Okay, so. Haben wir noch ein paar Steine? Ja, da haben wir noch ein paar Felsen, die können wir mitnehmen hier. Den hier zum Beispiel. Da kennen wir nichts. Noch eine Wand. Noch eine Wand. Sehr schön. So. 17 Stück haben wir schon wieder. Und jetzt würde uns theoretisch wieder Thatch fehlen. Ich mache nochmal hier Resistenz. Ah. Und dann brauchen wir natürlich, pass auf, Sattel.
Wo ist er dann? Wo ist er dann? Da, den brauchen wir. Ja, den brauchen wir. Sehr schön. Und den werden wir uns auch jetzt herstellen. Und dann haben wir endlich unseren Flugsaurier. Also den wir dann auch benutzen können. Wo ist er denn eigentlich? Ach, da. Super. So, und dazu schauen wir jetzt mal, was wir dazu brauchen. Bitte. Leder. 230 Leder. 230 Leder, 125 Fasern, 75. Oh. Oh nein. Was? 75? Chitin. Ah doch, das haben wir aber. Das hier und das hier. Ha. So. So, 19 Wände haben wir schon wieder. Ich mache aber erstmal unser Inventar wieder leer, denn wir steigen jetzt als erstes mal auf unseren schönen Flugsaurier. Das machen wir. Pass auf, wo ist er? Da hinten. Sattel. Okay, so. Der braucht auf jeden Fall ein bisschen Ausdauer. Oh, das ist so cool. Sehr schön. Ich flieg mal eine Runde, ne? Ui, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Herrlich. So, und bei dem Vieh kann man halt echt schön, man kann hier schön so durchs Gehölz fliegen. Oh, hör mal. Na, und hier so ein bisschen abholzen zum Beispiel. Und der sammelt halt nichts. Aber warte mal. Sammelt der so vielleicht? Mit rechter Maustaste? Ne, damit kann er nur greifen irgendwie, ne? Irgendwas verfolgt uns. Ja, das hast du ja so gedacht, ne? So, warte mal. Ich habe die Orientierung verloren. Wo? Wir müssen da hinten, glaube ich, hin, oder? Ich glaube, es verfolgt uns immer noch. Ist aber erstmal egal. Ja, da müssen wir hin. So, auf jeden Fall kann man den so halt ganz cool leveln. So, ich mache mal gerade kurz hier. So, kurz mal stillstehen. Da ist er. Hier, helft mir mal gerade. Ach, es ist schon wieder abgehauen. Es hatte keine Lust mehr. So, jetzt haben wir die Ausdauer wieder weg. Also, beziehungsweise die Ausdauer wieder voll. Und das weiß ich gar nicht. Kann man damit? Nur mal ein Test, ob man damit irgendein Dino oder sowas abschleppen kann. Das wäre ganz cool gewesen. Okay, ich würde mich, glaube ich, mal kurz wirklich auf die Suche machen nach so einem Lieferpaket-Gedönse da. Mal schauen, wo wir sowas finden. Und wir fliegen natürlich genau in die Sonne rein hier, ne? Ja, in die Sonne. Ah, das ist echt schon. Das ist schon ziemlich cool, ne? Also landschaftstechnisch schon echt eine feine Sache. So, da unten gibt es Erz. Das brauchen wir aber gerade nicht. Ich suche eigentlich so ein komisches Ding. Ihr wisst, was ich meine, ne?
Aber ich sehe gerade keins. Also normalerweise sieht man die ja von relativ weit. Von relativ weitem her schon. Von weitem sieht man sie schon. Aber, wie das immer so ist, ne? Wenn man dann sucht, ist gerade keins da. Das ist echt eine nette Ecke, die ich mir hier ausgesucht habe. Finde ich eigentlich ganz cool. Okay. Keine Ahnung, ob wir jetzt da spontan irgendwie eins finden oder so. Also auf jeden Fall müssen wir unsere Ausdauer ein bisschen im Auge behalten. Denn wir können natürlich nicht im Wasser landen. Dann werden wir nämlich runtergeschmissen. Und der regeneriert hier leider nicht in der Luft. Ne? Das heißt, wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir möglichst über Land keine Ausdauer mehr haben. So, da ist auch schon wieder ein T-Rex unterwegs. Das heißt, hier wäre relativ ungünstig zu landen. So im Notfall. Ich fliege mal nach da. Da auf die Bergspitze. So, was haben wir da unten? Ich glaube, die sind auch feindselig, oder? Kann das sein? Ich meine, die wären feindselig. Okay, da will ich glaube ich auch nicht landen. Bei den niedlichen Kätzchen. Ja, schade. Irgendwie leider gerade nichts. Nichts in der Nähe zum Plündern. Das ist ein bisschen doof. Deswegen werden wir uns jetzt. Ich werde mich doch mal wieder auf den Heimweg machen. Das ist mir mit der Ausdauer noch ein bisschen zu knapp. Und ich hoffe mal, ich werde mich jetzt ein bisschen an Land weiter vorwärts bewegen. Ich hoffe mal, dass wir noch bis nach Hause zurückkommen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Ausdauer. Das heißt, wir müssten eigentlich ein bisschen leveln. Ne? Komm, ich gehe mal hier runter. Und werde mal ein paar Bäume fällen. Okay, das ist natürlich mit dem ein bisschen mühselig, wenn ich ehrlich sein soll. Weil der natürlich auch nicht so kräftig zuschlägt, ne? Aber kriegen wir schon irgendwie hin. So, und gleich ist unsere Ausdauer auch am Arsch. So, jetzt quasi. Okay, ein bisschen leveln schadet ja auf jeden Fall nicht, ne? Das ist. Achso, während wir. Ah, okay, während wir Ausdauer regenerieren, also während wir laufen, können wir nicht zuschlagen. Das ist natürlich nicht schlecht zu wissen. Nehmen wir trotzdem mal ein paar Bäume mit hier. Und tschüss. Das wollte ich nicht. Der stand im Weg. Oh ja, hier besser auch nicht. Aber hier können wir nochmal. Entschuldigung, standen im Weg. Was kreuzt der Dodo auch meine Fluglinie hier, ne? Okay, so. Wir sind gleich schon wieder zu Hause.
Ich hätte eigentlich gehofft, wir kriegen noch Level. Oh. Wenn man natürlich an den Bäumen vorbeifliegt, funktioniert das nicht so gut, ne? Kann man eigentlich vom Blitz getroffen werden hier in Ark? Ich weiß es nicht. Okay, leider kein Level gekriegt, macht aber nichts. Wir sind jetzt erstmal wieder zu Hause und das ist erstmal die Hauptsache. So, zack. Sehr schön. Ja, leider kein so ein Ding gefunden. Ne? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber gut, auf jeden Fall haben wir den Flugsaurier bekommen und das war erstmal das Wichtigste. Und können jetzt in naher Zukunft ein bisschen erkunden und mit dem Ding ein bisschen rumfliegen. Und wenn irgendwo sichtbar wird, dass irgendwo was Cooles geliefert wird, dann können wir da hinfliegen. Ich muss nochmal nachgucken, wie diese Dinge heißen. Ich habe sie da vergessen. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren und natürlich das Däumchen nach oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Ark. Schon wieder. Vermutlich nach meinem Urlaub, der jetzt irgendwann zu Ende geht. Ich bin, glaube ich, gerade auf der Rückreise. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!